Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe von Gespielt und Zugeschaut mit Pascal. Guten Tag. Und meiner Wenigkeit und diesem wunderschönen Spiel aus dem Jahre, keine Ahnung, Condemned Criminal Origins. So 2005 sein. Achso, okay. Und wir haben das eigentlich schon fertig, aber die erste halbe Stunde oder so, die ist nicht aufgenommen worden. Deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt natürlich nochmal an und starten einfach ein neues Spiel auf schwer. Und spielen das ganze Spiel nochmal durch. Genau, in einem Durchgang. Hier haben wir den internen Bericht Nummer 898, unerklärlicher Anstieg der Verbrechensrate. Zusammenfassung, die Verbrechensrate der Stadt ist auf Rekordniveau angestiegen. Der deutlichste Anstieg ist bei Angriffen mit Tötungsabsichten zu verzeichnen, die um 28% zugenommen haben. Okay, genau. Das ist schon heftig. Ey. Ja, auf jeden Fall echt ein cooles Game, hat sehr, sehr viele interessante Gameplay-Ideen. Und ja, das schauen wir uns jetzt an. Aber es ist in gewisser Weise etwas langsam, aber das werdet ihr ja auch gleich merken. Thomas, I don't got all day here. Let's get a move on. People are scared. We need to get this one. Follow me. Bodies this way. So, da sind wir auch schon. Ja, und wie gesagt, ist alles ein bisschen langsamer hier. So, also sprinten geht sogar noch gar nicht. Tatsächlich und auch ein recht ähnlicher Anfang zu 4. Ja, ja. Come on, let's go. Bodies rotten as we speak. The patrolman on duty said there was a mannequin involved, just like the matchmaker. Old damn city's crawling with sick killers. Ja, drücken Sie, um die Missionsziele aufzurufen. Why do they always have to kill in such maggot-infested dumps? Why can't they pick a nice spot without addicts and gang members for once? Someplace not so damn dark. Naja, so dunkel ist das ja hier noch gar nicht. Jesus H! Nearly shot the bastard! Come on, this place is creeping me out. Ich glaube, so lange wie der gebraucht hätte, bis der die Waffe gezogen hätte. Was ist das denn? Hier ist einfach nichts. Oh, ich dachte schon, ich hänge gerade fest. Hier ist einfach nichts. Ja, ich sehe da auch so nicht eine, viel. Nur so eine Nische im Endeffekt. LOL! Taser! Geht nicht! Ja, übrigens, also ich habe noch hier so ein Problemchen, dass hier manche nur Textzeilen überhaupt nicht angezeigt werden. Hier unten zum Beispiel oder hier oben kann man hinklicken. Genau, Steuerung wird halt nicht angezeigt. Also das ist eigentlich hier. Ich hatte mich nämlich am Anfang auch gewundert, wo man sich das mal angucken kann und ob man sich das mal umbelegen kann, weil die teilweise auch ein bisschen sehr komisch voreingestellt war. Aber gut, dann hatte man das alles raus. Und ich habe sogar das Gefühl, der bewegt sich jetzt hier in diesem, ich sag mal, Prolog-Level viel schneller als in den anderen. Also als in den Folgen. Keine Waffe. Ja. Your stupid das car broke my light. Better turn yours on. I hear you're afraid of the dark. Ich
Ja gut, zum Glück ist es hier ja gar nicht dunkel. Wie geht die Nummer an? Ach ja. F für Flashlight. Ah, da haben wir ja schon den Vogelkadaver. Das beißt sich jetzt mit Sicherheit total gut mit den eingesammelten Vögeln noch von der alten Aufnahme dann wahrscheinlich. Ja. Dann auf einmal, hä? Hätte der nicht eigentlich jetzt 5 haben müssen oder so dann ganz am Ende? Becker hier, FBI on the scene, over and out. Copy that. Agent Thomas, this is Officer Becker. Becker found the body on patrol. Agent? Ja, und die haben alle eine sehr, sehr kräftige Körperstatur. Das muss man ja mal auch so sagen. Hier patrouilliert man natürlich auch regelmäßig. Ja, gut, klar. Aber warte mal, hier müsste ja so ein Metallstück sein. Wo ist es? Jeez, sick bastard. Thomas. Hello, Thomas. This is Lieutenant Rosa. I'm your lab tech again on this one. Our wireless data transfer system enables you to investigate and collect evidence at the scene of the crime and transmit it to me for analysis. When I have results, I'll contact you via your cell phone. All right, let's get to work. Let's start by determining the cause of death. When your instincts tell you evidence is nearby, prepare a forensic tool. The system will select the correct tool for you, so don't worry about that. Hello, I'm Bob. Nice to meet you. Use the UV light on the corpse and find the trauma point. It'll glow a bright purple. Ja. Das ist immer so lächerlich, dass sie ein genaues Bild, das wir haben muss. Strangled by hand. Ja, sehr unüblich. Kannst du vor allen Dingen, kannst du nochmal auf den Hall gucken? Das sieht man jetzt nicht mehr. Und finde vor allen Dingen die Handposition finde ich ziemlich komisch auch, wie der die erdrosselt haben soll oder erwürgt. Weil eigentlich würde man, also wenn ich jetzt so weit denken würde, hätte man doch die Finger, würde ich die eine vier, Schrotflinte nehmen. Ja, die vier Finger hätte man noch viel weiter hinten am Hals, um den überhaupt komplett umrunden zu können. Ja, der hat das seitlich gemacht. Der jetzt bei der rechten Hand hat. Ja, das sah ganz komisch eigentlich aus. Als hätte der hinter dir gestanden. Ektoplasma. Ja gut, vielleicht war der ja auch hinter dir. Die sieht ja auch recht überrascht aus. Any luck on the mug book searches? I bet the killer has the same mark. No luck so far. Schade. Hätte ja sein können. Becker, no smoking at a crime scene. Ich mal. Well, someone was. Jesus! Wenn hier ein Gasleck ist, dann fliegt der ganze Laden in die Luft. It's coming from in here. Na, jetzt geht er aber ran. Ach, schade, man konnte jetzt nicht den heftigen Tritt sehen, ey. Dang it! I can smell the cigarette smoke. Der den Fuß für den Tritt hat er gerade mal 10 cm oder so gehoben. He's right above us! Call for backup now! This is Officer Becker. We need backup immediately. Fourth and Stark. Potential homicide suspect still in building. Officers are on their way. ETA 10 minutes. Copy that. Becker and I will head up the fire escape. You wait here for backup.
Shit. Okay, now he's playing with us. Change of plans. Becca, secure that door. Thomas, check out the building and get these lights back on. And I'm just waiting here. And doing nothing. Okay, das war soundtechnisch ein all bisschen clear, komisch. Agent. Ja, sehr gedämpft. Sooner we finish up here, the better. Let's go. Ganz wichtig, dass der die Tür gesichert hat. Ich meine, die vom FBI können das natürlich nicht. Obwohl, wir sind ja auch vom SCU. Second Crime Unit. Agent Thomas, Officer Becker. I don't know if they're on a new drug or... Give me that. Thomas Dickinson, there's one coming your way. Addict amped up on something. Da sind sie. Warum wollte der das wissen eigentlich? 9 Schuss. Ist doch voll der Witz, dass man sofort schießt. Was? Doch, der sagt das ja doch. Nein, ich dachte, der schießt ohne was zu sagen. Zurück! Ich sag's nicht nochmal! Okay. Okay, wie auch immer ist da jetzt das Blut hingekommen? Oh, yes. The city's full of them now, Thomas. Addicts, vagrants, psychotic individuals gone terribly bad. They come in all kinds, but mostly violent. Be careful. Das sah aus wie der Dickinson auf dem Video. Ja. Oh, das kann man sich noch gar nicht nehmen. Das ist ja interessant. Noch bevorzugt der Thomas hier wohl seine Schusswaffe. Und tötet einfach schlafende Bürger. Der bewegt sich noch. Na komm. Was hat der Sam Fisher dann noch immer gesagt? Oh yeah. Ah, der hätte da dieses Klackgeräusch von diesen bestimmten zwei japanischen Holzklötzen da, wenn man die ja gegeneinander schlägt. Und dann dieses Nice. Okay. Also man hat hier auch kein Fadenkreuz, also eventuell vielleicht auf dem also einfachsten kann man Schwierigkeitsgrad. Nein, man konnte im Menü das einstellen. Achso, dann hatte ich das ja mit Absicht so gemacht. Finde ich ja auch cooler. Zumal das hier sogar gut funktioniert. Bei dem... Ja, ist ja voreingestellt auch so. Ja, bei dem etwas neueren Titel, den wir gerade spielen, ist das nämlich nicht ganz so, weil da das Fadenkreuz, finde ich, dann an der Stelle ist, wo man das jetzt nicht erwarten würde unbedingt. Also hier... Zumal das neuere Spiel eigentlich ein älteres Spiel ist. Ja? Achso, ja stimmt, 2004. Ah ja, stimmt, ich hatte gerade irgendwie im Kopf 2009, aber das ist doch der zweite. Ja, das ist das andere, ja. Also hier, finde ich, kann man das echt total easy ohne Fadenkreuz hinkriegen. Weil man das sehr gut abschätzen kann, wo die Kugel eigentlich hinfliegt. Das könnt ihr ja dann auch in den weiteren Folgen sehen. Wir haben ja schon relativ viel auch rumgeballert eigentlich. Aber hier sagen, sind ja auch die 1 gegen 1 Gefechte, beziehungsweise auch auf Close Combat, sind ja auch ziemlich häufig. Ja, genau. Der hat mal richtig gesessen. Ja. Wobei ich auch wirklich sagen muss, dass Schießen hier halt auch echt Bock macht, weil das relativ authentisch auch ist. Vielleicht schaffst du es diesmal, den, der dann gleich wegrennt, zu erwischen. Ja, wenn ich jetzt noch genau die Stelle weiß, die du meinst, dann könnte das vielleicht funktionieren. Ja, da rennt ja einer von links nach rechts. Ich glaube, hier ist das schon. Jetzt. Okay. Der rennt jetzt hier von links nach rechts, glaube ich. Tja. Natürlich auch ins Bein. Ja, da unten in die Wade.
Ja, nicht mit mir, du Schuft. Oh, da ist das Blut hingeflogen. Es ist auf jeden Fall eben ein Grusel-Ego-Shooter, beziehungsweise vielleicht sogar schon Adventure-Anleihen, aber wahrscheinlich eher weniger. Ich würde das schon eher als Ego-Shooter betiteln hier. Aber die genaue Bezeichnung findet man mit Sicherheit auch im Netz. Und da kann man es dann nachlesen. Ich glaube, wir sind sogar schon fast an der Stelle, wo... Ja. Genau, ich glaube, das hatte ich nämlich jetzt noch. Aber gut, das können wir ja gerade noch machen hier mit dem Strom. In der Schnitt kann ja beim Strom wechseln. Ja, und da ist die Zigarettenkippe. Und hier kam man ja sogar auch noch hin. Und hier ist nichts. Wie schön. Ja, also wahrscheinlich wird der Schnitt jetzt genau an der Stelle hier sein. Also dann verabschieden sich jetzt hier die Zukunfts... Stimmen, sage ich mal, oder Gegenwartstimmen, und dann machen gleich die Vergangenheitsstimmen weiter. Da hatte ich auch schon mal alle Munition dann verballert und sowas alles. Sie müssen ihre Waffe zurückbekommen. Alter, was ist das für eine fette Kippe, ey. Viele dieser Nahkampfwaffen können genutzt werden. Ja, was für Nahkampfwaffen, die ist nix. Hey, da an der Wand kannst du dir allein nehmen, das da geht. Na, gucken, alles ob geht das überhaupt da. Geht. Alles geht als Waffe, ist ja wohl wieder Quatsch. Muss nur wissen, wie. Vor allem, ich meine, die haben aber auch eine Haltbarkeit, die Scheißdinger. Das war völlig unnötig. Komm her! Komm her! Das Rohr in den Nacken schmeißen. Komm doch! Oh Mann, es gibt hier wieder zu viele Wege. Ja, wo ist der denn jetzt wieder hin? Da ist doch nur die Zwischendecke. Ja, das reicht. Oh, ich hab kaum noch Ausdauer. Wie konnte das denn passieren? Ein Outlast hätte man dazwischen gepasst. So ist das also, na komm. Ja, der sieht mich nicht. Also wieso versteckt er sich denn immer dahinter? Glaubt er etwa, ich würde den hier überhaupt nicht sehen? Du siehst mich immer noch nicht. Ja, alles klar. Das war aus Reflex. Oh, da kommt der Zweite. Komm doch, du Sau. Na, da kann man so einen Finisher machen. Ja, da kannst du ja nah an die rangehen und dann kann man die Nummern drücken. Correctus. Aber es gibt nur einen Spielstand bei Schnellspeichern, das ist immer schlecht. Es gibt nur einen Spielstand. Was hat er jetzt hier schon wieder für Probleme? Für Psychos? Für Psychotics. Dann war da schon wieder eine Ratte. Was? Wo? Ist ja durchgejumpt. Hey, aufnehmen? Da. Weggewischt. Da steht ja auch ein frisch gewischt Schild.
Gasspektrometer. Hat man natürlich mal ebenso dabei. Ach scheiße, ich muss doch zurück. Der hat aber nicht sehr viel Ausdauer, das muss man ja mal ganz klar so sagen. Ja, bestimmt mehr als der Detective. Ja, kein Wunder, dass der direkt draufgegangen ist. So behäbig wie der unterwegs ist. Hey, der ist noch nicht tot. Natürlich. Ich hab den schon lange abgeschrieben.